Ja, liebe Zwo-Rad-Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir im Zwo-Rad-Kanal. Ich weiß, ihr habt lange nichts von mir gehört. Das liegt einfach daran, wir sind umgezogen. Beziehungsweise bin ich mit meiner Familie umgezogen. Ist zwar nur ein Ort weiter, aber gut, wer schon mal umgezogen ist, weiß, mit welchen Arbeiten das verbunden ist. Von daher bitte ich das zu entschuldigen. Ab sofort bin ich wieder online für euch. Hat natürlich auch ein Weilchen gedauert, bis hier die Internetversorgung wieder dementsprechend gewährleistet war. Dafür habe ich jetzt 50.000er DSL. Vorher in einem schönen Geissig hatte ich nur 2.000er. Das merkt man natürlich auch, gerade hier bei den Videos. Die Upload-Geschwindigkeit ist natürlich im Gegensatz zu der alten Verbindung enorm. Wie gesagt, ich bin zurück. Werde ab sofort wieder regelmäßig Videos posten für euch. Ja, was ihr hier seht im Hintergrund, ich habe mir so ein Greenscreen gebastelt oder vielmehr die Wand grün gestrichen. Ist jetzt keine bestimmte Chroma oder Filmfarbe oder wie auch immer man das nennt. Ich habe einfach im Baumarkt eine grüne Farbe, wo ich dachte, okay, der Kontrast reicht aus. Die Wand eingepinselt und ja, funktioniert einwandfrei. Ich habe einige Tests gemacht und bin eigentlich bisher sehr zufrieden damit. Gut, Tapete ist jetzt nicht sonderlich glatt, sondern ist eine Raufasertapete. Dadurch sieht man vielleicht die ein oder anderen Buckel oder Schattierungen. Ich dachte, das gibt Probleme dann in der Nachbearbeitung, aber lässt sich ganz gut bearbeiten. Und das Ergebnis, also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht es selbst, hinterlasst mir einen Kommentar, was ihr davon haltet. Dann bin ich noch ein bisschen im Experimentieren, was Bildausschnitt angeht. Ihr seht, ich bin jetzt hier ab Hüfte abgeschnitten nach unten. Ich meine, die Wand geht natürlich bis zum Boden, aber naja, wenn ich jetzt irgendwo wenn ich einen anderen Hintergrund wähle, wo ich komplett zu sehen bin, dann ist natürlich doof, weil der Boden ist natürlich nicht grün. Wir haben hier einen schönen Holzboden und den mag ich dann doch ungern noch grün anstreichen. Aber gut, ich denke, das reicht vom Bildausschnitt her. In Zukunft werde ich so ein bisschen rumexperimentieren, da ich auch in gängigen 3D-Programmen so ein bisschen am Basteln bin, werde ich das ein oder andere virtuelle Studio, sage ich mal, mir zurecht bauen. Bin da gespannt auf eure Meinungen und auch gespannt, was im Endeffekt dabei rauskommt. Aber ich denke, mit der grünen Wand habe ich mir eine Möglichkeit geschaffen, um die Videos einfach ein bisschen aufzulockern und auch verschiedene Dinge im Hintergrund einblenden zu können, ohne dass sie irgendwie im Vordergrund aufploppen oder vor mir dann sind, irgendwie, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Gut, wie gesagt, bin wieder da, ab sofort wieder regelmäßig Videos, auch von draußen. Ihr habt vielleicht, wenn ihr meinen Blog im Internet unter zworad.de verfolgt, schon den letzten Beitrag gelesen. Ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft. Ich sage noch nicht, welches das ist. Das werdet ihr in Zukunft erfahren oder sehr bald erfahren. Das E-Bike, das High-Bike ist verkauft, erfolgreich verkauft. Ja, wie gesagt, alles Weitere seht ihr dann in Zukunft. Und ja, wie gesagt, bleibt wieder dran. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.